Hey Leute und herzlich willkommen zu etwas ganz Besonderem, denn ich darf euch heute an diesem wunderbaren Dienstag etwas ganz Tolles Neues für die Sims 4 vorstellen, und zwar das neue Accessoire-Pack, die Sims 4 Bowling-Abend-Accessoires. Ich bin richtig gespannt, was das neue Pack so beinhaltet, denn ich schaue das jetzt auch zum ersten Mal an. Also ich bin echt gespannt, was es so für neue Klamotten gibt. Hier steht ja an der Seite schnittige neue Mode, was ich irgendwie schon cool finde. So 50er-Jahre-Style finde ich echt richtig cool. Ich freue mich echt, dass wir mit unseren Sims wieder auf die Bowlingbahn gehen können. Und ich bin gespannt, ob es schon vorgebaute Bowlingbahnen gibt oder ob ich jetzt wirklich erst eine selber bauen müsste, weil das wäre jetzt nicht so praktisch. Aber ich hoffe einfach mal und vertraue einfach mal, dass die vielleicht schon eine Bowlinghalle vielleicht haben. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was in diesem Pack so passieren wird, Leute. Aber ich muss ganz kurz noch was sagen. Und zwar hat die liebe Nina, die gute Simfinity, auch ein Preview-Video zu diesem Die Sims für Bowling-Accessoires, Bowling-Abend-Accessoires, sorry, gemacht. Und es ist immer mal ganz interessant, wie andere Leute das zu sehen, was andere Leute zu Klamotten sagen, was andere Leute zu diesem neuen Gameplay sagen, zu diesem Bowling-Bahn-Zeug. Deshalb schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung unten. Und am Ende ist das Video auch nochmal in dieser Endcard verlinkt. Und lasst gerne liebe Grüße von mir da. So, jetzt starten wir aber endlich mal. Denn es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit zu schauen, was es Neues gibt. So, ich würde mal sagen, wir starten mit einer Frau. Also eigentlich alles beim Alten. Wir schauen mal, was es so an neuen Frisuren gibt. Ich werde natürlich mal den Filter einstellen, damit ihr so seht, was das neue Pack so bringt. Ich glaube, Accessoire-Pack hat im Allgemeinen ja jetzt eher immer nicht so viele Frisuren gebracht, ne, Leute? Und auch hier sind es wieder zwei neue Frisuren. Die finde ich aber zumindest, die sieht echt schick aus. Also muss ich sagen, doch, die finde ich ganz cool. Die hat man ja auch schon auf diesen Bildern gesehen, auf diesen Videos, die schon auf den Trailern und ganzen anderen Zeug. Finde ich sehr, sehr schön, sieht cool aus. Und diese hier, das sieht so echt so 50er, richtig geil, Leute, ich feiere das hart. Hier wird, hat die Spange hier, ja genau, hier hat die Spange wieder überall eine andere Farbe. Ich würde mal sagen, wir geben ihr das, weil das steht ihr sogar, sie sieht echt schön damit aus. Schauen wir mal weiter, ob es noch was von Bowling Accessoires, ich nenne es einfach nur Bowling Accessoires, weil Bowling Arm, das war mir ein bisschen zu lang. Keine neuen Hüte, oh mein Gott, wer hätte das gedacht. Gibt es neue Accessoires an, Ohrringen und so ein Shit? Nö. Make-up wird es dann höchstwahrscheinlich auch nicht geben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber ich gucke natürlich gerne für euch nach. Leider nein. Okay, dann ab ins Getümmel und ab zu den Klamotten. Ich bin gespannt, wie diese 50er-Jahre-Mode, wie sie ja bezeichnet wird, so aussieht. Weil ich das schon an sich ganz cool finde. Es sieht halt alles, ihr dürft es jetzt nicht so als dieses Glamour-Pack sehen. Als Pack, was ihr unbedingt braucht, um schöne Sims zu gestalten, sondern es ist eher so ein bisschen sportlich und, ja doch, sportlich reicht eigentlich als Wort, angehaucht, wie man hier sieht, so mit so einer Trainingsjacke, die aber auch sehr cool aussieht. Also ich denke mal, da kann man auch coole Sportoutfits zusammenstellen mit dem Zeug hier. Dann haben wir hier noch so ein, ja, wunderschönes Top, was, sehr freizügig ist. Ist natürlich wieder gut für meine Challenges, Leute. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Sieht echt, ich find's cool. Ich glaube, das kann man mit Katja ganz gut kombinieren. Mit wem auch sonst in meiner Challenge. Doch, gefällt mir echt. Würde ich natürlich auch privat tragen. Was, Punkt. Dann haben wir hier dieses Kirschenober... Geil. Mhm. In was für Farben gibt es noch? Ist das immer das gleiche drauf? Okay. Ja, doch. Und gibt es auch noch einfarbig? Okay. Finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt. Und hier mit Punkten und so finde ich nicht so verkehrt. Also ich glaube, da kann man bestimmt auch was Schickes draus zaubern. Das sieht für mich 1:1 aus wie einfach so ein Bowlinghemd. Wenn ich so eine Bowlingmannschaft sehe, dann haben die einfach immer solche Hemden. Also ohne Shit, genau wie das hier da drunter. Das sieht einfach, das ist einfach Bowling, Leute. Das kann man nicht anders beschreiben. Und dann hier noch so ein bisschen hippie-mäßig mit Blumen und so einem anderen Kram. Finde ich sehr, sehr cool. Doch, sieht cool aus. Gefällt mir sehr. Okay, das war's auch schon bei den Tops. Gucken wir mal, ob es gesamt neu. Das ist eigentlich nur, das dürfte das Einzige sein. Ich kann gerne nochmal hier oben anklicken. Aber das dürfte das Einzige, genau. Das finde ich auch schon cool. Also es ist schon so hier bauchfrei, kurze Hose. Und dann halt so eine lange Strickjacke drüber. Finde ich doch sehr cool. Kann man bestimmt gut kombinieren. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt zu unseren
Let's Play reinpasst, beziehungsweise mein Let's Play rein, aber sieht cool aus, Leute. Doch, gefällt mir ganz gut. Gehen wir mal runter zur Hose. Jetzt hat sie obenrum nichts an, Leute. SOS, was soll das? Okay, dann gucken wir mal. Bowlingabend. Ganze 3 neue Hosen und die sehen sogar cool aus. Also wenn ich das hier so auf den Bildern sehe, ich will mir noch nicht zu viel sagen, aber die sehen cool aus. Okay, gucken wir mal an. Boah, Leute, eine kaputte Hose und dann noch so high-waisted, ne? Sieht doch ganz schnieke aus. Ich denke mal mit so einem coolen Oberteil, was sie jetzt leider nicht anhat, ne? Aber könnte das richtig cool werden und wirken. Ja, doch, 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 hat gestimmt, was ich gesagt habe. Okay, was haben wir hier? Einen Blumenrock. Okay, interessant, interessant, interessant. Ist jetzt nicht so meins. Kann man bestimmt vielleicht mit diesem Blumenoberteil kombinieren oder so. Gucken wir jetzt mal die Hose an. Die sieht nämlich auch irgendwie voll geil aus, muss ich sagen. Sieht so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie, dass diese Knicke in so Fall sehen so lederhaft aus, aber es ist eigentlich so Jeans-Style. Also doch, gefällt mir schon ganz gut, vor allem hier in hell, in weiß jetzt nicht, aber so in diesem Jeans-Blau finde ich es doch ganz cool. Okay, interessant, interessant. Leute, sie kriegen jetzt mal kurz das hier und das Oberteil, vielleicht. Nein, okay. Wir geben ihr das hier. Das ist so mit so einer schlichten Farbe vielleicht. Rot. Ja, fast, ne? Von mir aus nicht. Schwarz will ich nicht. Leute tragen bei mir immer schwarz, deshalb, Pünktchen, Alter. Okay, komm, sie kriegt das hier. Sie kriegt das. Das sieht doch super aus. Gibt es neue Schuhe? Es gibt bestimmt neue Bowling-Schuhe, wie ich, Electronic Arts kenne. Ich bin gespannt. Und wow, es gibt Bowling-Schuhe, Leute. Wer hätte es gedacht, bei einem Bowling-Accessoire-Pack gibt es Bowling-Schuhe. Oh mein Gott. Wir sind alle schockiert und empört. So, gibt es neue Accessoires für die Arme und so? Oh, es gibt Bowling-Handschuhe. Aber nur einen Bowling-Handschuh. Für die rechte. Ist das die rechte Hand? Ja, ne? Das ist die rechte Hand. Damit man natürlich die Bowlingkugel viel besser greifen kann oder so ähnlich, keine Ahnung. Okay, zieh die mal an. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Finde ich ganz cool. Und auch so. Ach, das sieht cool aus, Leute. So, das behält sie jetzt erstmal und wir gucken mal, was es denn für die Herren der Schöpfung so gibt. Huch. So. Ups, das war. Er war schon Herr. Herr Auto. Okay, gucken wir mal. Hut ab, bitte, mein Freund. Und er guckt so ein bisschen so. Ich hasse euch alle. Es gibt eine neue Frisur. Die sieht aber cool AF aus, Leute. Ohne Scheiß. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an meine Frisur, ne? Jetzt ohne Scheiß. Ich glaube, Electronic Arts hat sich echt an meiner neuen Frisur orientiert. Weil, wartet. Ne, der Strich ist auf der falschen Seite. Der ist auf der anderen Seite bei mir. Schwach, Electronic Arts, ne? Egal. Nein, ich find's cool. Die Frisur sieht echt cool aus. So hochtopiert, so. Wenn meine Haare so lang werden, werden die auch so pinselhaft, ne? okay. Was Neues wird es in Bartsachen jetzt auch nicht geben, ne? Oder in Hüten. Ja, nee. Gibt's überall nichts Neues. Gucken wir mal zu den Oberteilen. Denn da auch hier gibt es wieder das einzig wahre Bowlinghemd. Mit hinten coolen. Ist das immer was anderes? Nee, das sieht aus wie. Ah doch, es gibt doch was anderes. Okay. Mit seinem eigenen Bowling-Team kann man dann loscruisen und sagen, boah, Leute, ich bin der Geiste. Und auch das hier, was. Das sieht sogar gar nicht mal so verkehrt aus, Leute. Das sieht nicht so bowlinghaft aus. Das kann man auch so im Alltag tragen, ne? Also doch, das geht. Dann haben wir hier wieder dieses Blumenhemd, was ich jetzt mal unkommentiert lasse. Das sieht auch chillig aus. Gefällt mir jetzt auch von den Farben her nicht so. Aber sonst sieht es auch echt chillig aus. Und hier oben nochmal so ein Bowlinghemd. Super. Okay, er kriegt das von mir aus jetzt an. Gibt es eine Kombination? Nein. Aber die gleiche Hose wie Frauen. Okay, finde ich gut. Finde ich gut, Leute. Gleichberechtigung. Wir wissen ja, können wir eher ausmachen hier oben. Und dann wäre wieder alles in Ordnung. So, wir geben ihm mal nicht diese Hose, sondern hier vielleicht irgendwas. Boah, die sind ja so. Wie sieht die aus? Sieht die? Gibt es den schwarz überhaupt? Nein. Leute, was soll das? Hier die. Komm, perfekt. Gibt es neue Schuhe für dich? Ja, die Bowling-Schuhe. Die es auch für die Girls gibt. Okay. Okay. Das war's eigentlich, ne? Das war's schon. Gibt's für Kinder was Neues? Ich bin immer gespannt, ob es für Kinder was Neues gibt. Ja, laber nicht so viel. Das waren Kleinkinder. Für Kleinkinder wird es nichts Neues geben, aber wir können gerne mal gucken. Nein, gibt es nicht. Wer hätte das gedacht? So, Kinder natürlich. Wachst mal bitte. Dankeschön. So, keine neue Frisur, keine neuen Hüte, keine bla bla bla. Ich weiß gar nicht, können Kinder überhaupt bowlen gehen? Sieht mir eher nicht danach aus. Naja, Leute. Doch, sie kriegen Bowlingschuhe, Leute. Das ist das Einzige, was die Kinder kriegen. Boah, das ist romantisch, Leute. Das ist der wahre Shit. Dann machen wir dich mal wieder weg.
Und ich starte mal mit den beiden jetzt in ein Haus und dann schaue ich mal, was es für neue Objekte gibt, beziehungsweise wir schauen uns das gemeinsam an und dann schauen wir mal, wie das Bowling so aussieht, das Bowling-Spielen. Ja, also für euch ist ein kurzer Cut, für mich ist ein bisschen länger Pause, aber bis gleich. So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück im Spiel. Ich bin jetzt gespannt, was es für neue Objekte gibt, ob es so jetzt auch ein paar Sachen gibt, die jetzt nicht ganz so zur Bowlingbahn passen, sondern eher so auch vielleicht ins Haus. Aber ich denke, ne, Bowlingbahn, Accessoire-Pack, also Bowling-Abend-Accessoire-Pack wird so großteils auf so eine große Bowlingfabrik, Bowlinghalle. Also ne, denke ich jetzt mal. Aber wir schauen mal, Leute. Ich bin immer wieder erfreut, dass ich euch das zeigen darf. Und ich bin auch immer gespannt, wenn was Neues rauskommt. Sei es auch nur ein kleines Accessoire-Pack, was übrigens 9,99 € kostet bei Origin. Ab morgen ungefähr 19 Uhr wird es das zu kaufen geben. Falls das wieder in den Kommentaren steht. Das steht nämlich öfter mal. Wie viel kostet das Pack? 9,99 €, wie jedes Accessoire-Pack, Leute. Guckt euch das an, wie viel Accessoire-Packs ist schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist das 10. Oh mein Gott. Und ich habe alles. Wenn man das mal hochrechnet, sind das allein schon 100 € knapp. Zum Glück habe ich Electronic Arts, die mir diesen Key bereitstellen. Es freut mich auch sehr. Und es freut mich sehr, dass wir zusammenarbeiten. Also nochmal fettes Dank an euch. Okay. Sessel von Retro Design. Ich werde mal euch das immer ein bisschen so hier zeigen. Das kann man auch zu Hause benutzen, sowas. Also, doch, auch den Stuhl kann man zu Hause benutzen. Ich zeige euch das jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil so viele Objekte sind es jetzt nicht, dass es so 1000 Jahre dauert. Also, ich meine, ich könnte mir schon ein bisschen mehr Zeit lassen, aber so viele Objekte. Ne, wir wollen ja auch ein bisschen bowlen. Bowlen. Ja, alles klar, Nego. Okay, doch hier, chilliger Barhocker, sieht cool aus. Gefällt mir ganz gut. Sofa von Retro. Also Leute, das sind alles so Retro-Möbel, was ich an sich irgendwie ganz cool finde. Wenn man damit so, also wenn ich bauen könnte, würde ich da bestimmt was Cooles mit bauen. Aber was man nicht kann, sollte man mal lieber lassen. So. Was ist das? Ein Tisch, ne? Ah, ne, eine Ottomane. Ottomane. Keine Ahnung, bestimmt spricht man das so aus. Das ist ein Tisch mit 4 tollen Beinen. Cool. Wow. Ich habe schon wieder nur Scheiße. Willkommen bei mir auf dem Kanal. Was ist das? So eine Bo... Ah, hier genau so ein... Genau. Genau so, genau. So ein Schrank, wo man die Kugeln reintut, oder? Das zieht man dann so auf und dann holt man halt seine Bowlingkugeln raus. Ist das nicht so? Ich war Jahre nicht mehr bowlen. Jahre so. 2 Jahre oder so. Jahre. Oder ein Jahr? Ist das noch gar nicht... Ja, okay, vergesst die Aussage. Was ist das? Ein moderner Kaffeetisch, der auch modern... Ich meine, ich dachte, es geht um 50er. Oh mein Gott, die Bar ist mein Leben, Leute. Ich liebe die Bar jetzt schon. Kann mich die Bar bitte heiraten? Dankeschön, die ist cool und schön. Dann haben wir hier die Bowling... Uiuiui, ist die groß. Die Bowlingbahn, die es natürlich bestimmt auch hier in verschiedenen Farben gibt. Finde ich sehr, sehr cool natürlich. Verändert sich das hier? Nee, ne? Das bleibt alles gleich da unten. Okay, ja, ihr seht hier so ein paar verschiedene Farben. Man kann bestimmt so richtig geile... abgespacede Bowling-Bars oder Bowling-Clubs, wie auch immer man das nennt, bauen, was ich sehr cool finde, wenn das Leute auf jeden Fall machen. So, dann haben wir hier noch ein Poster, was jetzt nicht so krass, ne, so Neonstreifen und hier so Sachen zum Dekorieren. Ja, mit einem einzelnen Bowling-Pin, super. Einen Teppich, okay, es ist alles Bowling, schön viel Bowling-Kugel und Bowling-Pins. Und hier so für die Trophäen. Sind sie überhaupt Trophäen? Ja, ne? Hier eine Rekordtafel, wo man so schreiben kann. Boah, ich hab 1000 Mal den Strike geschafft. Was ist das? So eine Abtrennwand? Ja, ne? So ein Raumteiler, genau. Dann Bowlingkugeln hat man hier. Hier hat man Bowling-Schuhe. Boah, da kann man richtig coole Sachen bauen, Leute. Hier hat man ein leeres Regal. Da sind die Schuhe leider schon weg. Hier hat man noch mehr Bowlingkugeln. Hier hat man Trophäenschrank und so Uniform. Hat man so eine Lampe, noch eine Lampe, noch eine Lampe und noch viele andere Lampen, die wir jetzt einfach wegmachen. So, super schön. Und, oh mein Gott, was? Meine Meisterschaftskugel wird beim Erzielen eines perfekten Lamas freigeschalten. Nur Strikes in einem Spiel. Okay, das ist doch mal eine Herausforderung, die man annehmen kann, Leute. Ja, okay. Ich würde jetzt mal zu den Klamotten sagen, die waren okay. Die Klamotten, die waren echt ausreichend. Bei den Objekten hätte ich mir jetzt ein bisschen was mehr vorgestellt. Aber natürlich, ihr müsst sehen, es ist ein Accessoire-Pack, es ist ein kleines Pack. Und sonst, es trifft das Thema. Es trifft das Thema Bowling-Abend. Und es reicht, um eine
Bowlingbahn auszubauen. Bowling-Club-Ding. Bla, blub. Okay, aber wir labern mal jetzt nicht weiter und reisen nach Oasis Springs, denn da habe ich eine Bowling-Bar, ist das, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, das also zählt als Bar. Ja, genau, das zählt ja als Bar. Dust Bowl von Oasis Springs. Und da werden wir jetzt mal gemeinsam mit dem guten Leo hinreisen und uns das mal anschauen. Vielleicht so ein paar Sachen werfen und so, aber... Ja, ihr könnt dann natürlich austesten, wie es ist oder wie man diese Trophäe bekommt. Ich mache das natürlich auch selber. Ich möchte natürlich auch selber diese Trophäe haben, aber nicht hier im Video und jetzt und heute, weil ich denke mal, dass man da seine Fähigkeiten erst ein bisschen hochpushen muss. So sieht also die vorgebaute Bowling-Bar aus. Ich weiß leider nicht. Das ist halt ein bisschen schade, wenn man das hier oben einstellt, kann man ja mal einstellen, was das ist. Wellness-Center und so, und das zählt halt als Bar. Ich weiß nicht, warum es nicht Bowling-Dings als eigenes Feld geben hat. Aber naja, wir könnten jetzt hier zusammen bowlen. Mondlicht-Bowling aktivieren. Oh mein Gott, wie geil! Hä, ich liebe es, Leute. Mondlicht-Bowling ist mein Leben. Kann ich jetzt wieder ausmachen? So richtig langweilig und dann so, geh die Party los hier mit Mondlicht-Bowling. Okay, finde ich geil, Leute. Finde ich echt geil. Okay, wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Das sieht halt echt doch originalgetreu aus. Gefällt mir sehr, wollte ich sagen. Okay, hier ist eine Bar, wo wir uns so Sachen bestellen können. Kann man auch sagen hier, ja, ich möchte Schuhe kaufen? Nee, geht nicht. Okay, schade. Aber wir könnten hier den guten Leo zum Bowlen einladen. Und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, Leute, was hier so abgeht. Wie sieht das aus hier, wenn ich alles hochmache? Okay, super. Ach, es sieht schon cool aus. Es sieht halt auch aus wie so eine Bowling... Hier so ein Bowling-Geschäft, was direkt bei mir sein könnte, also, ne? Okay, wartet, Leute, jetzt wird's spannend. Okay. Und? What? Was? Oh, shit. Jetzt musst du spinnen. Heißt das Spin? Spare? Nee, Spare ist, wenn du jetzt alle abräumst, aber jetzt hast du einen Split oder so. Gott, Bowling, ne? Auf jeden Fall gibt es die Bowling-Fähigkeit, die jetzt da hinzugekommen ist. Hey, darf's nicht nochmal? Was ist das für Bowling? Voll fake. Hallo? Darf man in Amerika nur einmal bowlen? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt geht. Aber okay. Bowling, ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder und Erwachsene. Bücher werden dir hier nicht weiterhelfen. Wenn du es zu etwas bringen willst, musst du spielen und nochmal spielen. Wie weiter Kim? Das ist ein Zufall, dass sie Kim heißt. Ich hab bloß... sie ist genauso gut wie ich im Bowlen. Das wäre so... Okay, ich habe wenigstens noch die Bahn getroffen, ne? Aber sie schmeißt die Kugel so nach hinten. Je weiter Kim ihre Fähigkeiten verbessert, desto besser werden auch ihre Haltung und Ergebnisse. Zudem schaltet sie im Laufe der Zeit neue Farben für Bowlingkugeln frei, die im Bowlingkugelregal gewählt werden können. Aha, interessant, Freunde. Das perfekte Lama mit ausschließlich Strikes in einem Spiel muss kein Traum bleiben. Mit ja, fast Kim, ne? Oh mein Gott, wie cool, da gibt's auch diese Einblendungen. Oh, das ist ja wie beim echten Bowling. Voll cool. Ja, Strike, ne, kann man kriegen, wenn man das schafft. So, wir gucken uns das jetzt nochmal an, weil ich das sehen will. Guck mal, der ist auch so richtig gut hier nebenan. Oh, was? Direkt ein Strike, Leute. Party! Wer war das? Das war doch er hier, ne? Er hat richtig reingeballert. Ja, super, Mensch. Wie heißt du überhaupt? Leo, ich hab's schon wieder vergessen. Hier ist so ein Bowling-Mannschaft am Start, Leute. Wir könnten... Wie mache ich das jetzt am Bowling-Regal? Hä? Hier ist doch ein Bowling-Regal. Oder darf ich das nicht aktivieren? Ich check so gar nichts. Was habt ihr so für Kugeln? Kann ich mir bei euch irgendwas klauen? weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, ne? Aber ich immer so beim Nachbar, habe ich immer so die guten Kugeln hier rübergenommen. So, ja, mit der schmeiß ich jetzt. Genau. Was? Hallo? Boah, Leute, er macht hier richtig Fire, ey. Und hat trotzdem nichts geschafft. Geil. Also, ich find's doch ganz cool für zwischendurch. Mein Fazit jetzt auf jeden Fall. Wer es braucht, also wer so ein bisschen Neues ins Spiel haben möchte für 9,99 € so wieder bowlen will mit so Familienausflügen und so, für den ist das Pack schon was, aber für den, der jetzt sowas sagt, so ja, ich will was überkrasses, was, ja, das Pack ist so, es ist so okay. Es ist jetzt nicht mein Lieblings-Accessoire-Pack, aber es ist auch nicht das schlechteste Accessoire-Pack, was es gibt. Ich würde das eher so als Mittelding bezeichnen. Also es ist ganz nett. Aber es... Nett ist nicht so gut, ne? War jetzt nicht so die gute Wortwahl. Ja, ist okay, Alter. Er macht so Strike. Nett ist jetzt nicht so das Wort, was das Ganze so beschreibt. Aber es ist cool. Es ist schon ganz cool. Es gefällt mir auch so. Man kann bestimmt richtig coole Bowlingbahnen bauen.
Aber so, ihr müsst mal eure eigene Meinung bilden. Wie findet ihr, sie ist auch so gut wie ich, wie findet ihr dieses Pack, dieses Accessoire-Pack, Bowling-Abend-Accessoires? Ich finde, es ist eine nette Erweiterung und kann man durchaus zwischendrin mal machen. Oder man kann auch sein Date hier gestalten und so. Also ich finde es gar nicht so verkehrt, Leute. Es ist halt das, was das Thema beschreibt. Und nichts anderes. Also wer noch ein bisschen mehr erwartet, der ist mit diesem Pack definitiv nicht zufrieden, sondern okay, ihr seid alle richtig gut. Sondern ihr wisst, ihr wollt Bowling, ihr kriegt Bowling, da habt ihr Bowling, Punkt. Mehr ist dieses Pack nicht, aber ich find's doch ganz cool. Also, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt's mir gerne mit einer positiven Bewertung und warte, wir gehen mal ein bisschen näher ran an die beiden Bowling-Freunde hier. Hier rechts oben findet ihr wie immer den Abonnieren-runden Kopf von mir. Und dann findet ihr links oben das Video zu Ninas Kanal. Das Video von Nina Kanal. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wo sie dieses Pack mal vorstellt, damit ihr das auch mal aus einer anderen Sicht seht, falls ihr Bock drauf habt. Und unten drunter findet ihr ein anderes Video von mir, was ich gerade noch nicht weiß, was ich da verlinke. Aber irgendwas verlinke ich euch da schon. Wir hören uns das nächste Mal. Ich hoffe echt, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch über exklusive Previews, die ich euch bieten kann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.